Die Deka Unternehmensgruppe wurde 1996 als Partner im Industriebau gegründet und hat sich seitdem her fortentwickelt mit dem Projektmanagement und auch der Energietechnik. Die Firma Bedford bei uns eine PV-Anlage anfragte, mussten wir auf dem Parkplatz eine Konstruktion finden, die einerseits die PV-Anlage tragen konnte und auf anderem Wege aber nicht so teuer war, dass die ganze Photovoltaikanlage dadurch unwirtschaftlich wird. Und so kamen wir auf das Solarcarport von Frisomat, weil wir hier im wirtschaftlichen Rahmen eine Dachkonstruktion errichten konnten, auf dem die Photovoltaikanlage Platz fand. Die Zusammenarbeit mit Frisomat war stets partnerschaftlich und gut. Wir haben uns gemeinsam entschlossen, neue Wege zu gehen mit diesem Solarcarport und haben gemeinsam dieses Projekt von Anfang an entwickelt. Nachdem die Gründung geschaffen war, haben wir in jetzt 2 Wochen bereits 2 Drittel der Dachanlage aufbauen können. Wir sind so gut wie fertig mit 2 Dritteln und das nächste Drittel wird in der nächsten Woche dann aufgestellt werden können, sodass wir dann auch schon direkt mit der Montage der PV-Module starten. Das Carport, was wir hier errichten, hat ungefähr eine Fläche von 2.500 Quadratmeter, wobei wir einerseits ein Doppeldach einsetzen und am Rande der Fläche eine einfach geneigte Dachfläche. Wir werden hier am Standort mit der Photovoltaikanlage ca. 530, 540 Kilowatt Peak auf den Dächern unterbringen, welche dann über 5 Wechselrichter dem Standort zur Verfügung gestellt werden. Der Kunde wird diesen Strom zu nahezu 100% selbst verbrauchen, was natürlich die Wirtschaftlichkeit enorm erhöht. Wir glauben, dass wir von Sideka gemeinsam mit Frisomat hier ein Produkt entwickelt haben, was ganz neue Marktpotenziale erschließt. Wir aber in diesem Konstrukt eine wirtschaftliche Lösung präsentieren können, die für viele Bauherren eine Photovoltaikanlage doch wieder interessant machen und daher man ja ganz neue Märkte erschließt bei Kunden, die vorher entweder schon die Dachfläche ausgeschöpft hatten oder eben gar nicht erst ihre Dachfläche belegen wollten.